Okay. Ja, herzlich willkommen. Ich bin froh, dass so viele von Ihnen heute zur Auftaktveranstaltung unserer Vortragsreihe Shift, Restore, Escape hierher gefunden haben. Zunächst möchte ich kurz um ein Handzeichen bitten. Wer ist denn aus Studien interessieren möchte, in irgendeiner Form einen Beleg haben, Unterschrift oder eine Arbeit? Diejenigen würde ich dann bitten, sich kurz hinterher bei mir zu melden. Dann sprechen wir über die Modalitäten, also je nachdem, was Sie haben möchten, ob Sie Teilnahme oder Leistungsschein haben möchten. Kurz eine Danksagung vorab. Der Abend, oder vielleicht zur Ankündigung, der Abend heute ist zweigeteilt. Ich kann Ihnen noch nicht sagen, wie lange das heute hier im Medientheater gehen wird. Nur so viel, wenn Sie das denn hinter sich haben, lade ich Sie herzlich ein, mit mir zusammen ins Signallabor zu kommen. In der zweiten Etage gibt es einen kleinen Begrüßungsumtrunk und Sie können noch ein bisschen Retro-Hardware in Action sehen. Der Vortrag heute ist zweigeteilt. Professor Ernst wird gleich zu Ihnen sprechen und danach werde ich dann noch etwas sagen. Zunächst möchte ich mich aber bedanken, zuvorderst beim Institut für Musik und Medienwissenschaft, mit dem ich zusammen diese Vortragsreihe geplant habe, das Medientheater bekommen habe, die Infrastruktur natürlich nutzen kann und so weiter und so fort als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Dann Wolfgang Ernst, der die ganze Sache unterstützt hat, inklusive meiner Finanzanträge und des Finanzantrages an die Philosophische Fakultät 3, komme ich gleich noch dazu. Dann Ines Lisko, die im weiteren Verlauf des Semesters, wie ich gerade gesehen habe, nicht nur studieren wird hier, sondern auch filmen. Die Vorträge werden alle gefilmt, allerdings nur die Vorträge, nicht die Diskussionen dazu. Und die Vorträge stehen dann aber spätestens zwei Tage später auf unserem YouTube-Kanal im Netz, sodass, wenn Sie mal einen Vortrag verpassen, ihn dort nachholend gucken können. Zusätzlich danke ich auch dem CSW-Verlag. Der CSW-Verlag ist derjenige, der Ihnen, wenn Sie keine YouTube-Videos gucken, das Ganze auch nochmal in schriftlicher Form präsentieren wird. Es soll nämlich nächstes Jahr ein Sammelband mit den Vorträgen geben, die in diesem Semester stattfinden. Der CSW-Verlag ist bekannt für Publikationen wie das Retro-Magazin und alle möglichen Romane, Sachbücher aus dieser Szene. Wir haben später im Verlauf des Semesters auch noch einen relativ populären Autor des Verlages hier, der eine Lesung macht. Das ist eine Publikation vom CSW-Verlag, also der Name wird noch weiter fallen. Der Philosophischen Fakultät 3 danke ich für eine Unterstützung finanzieller Art. Also es gibt einen Geldmittelfonds, den man für solche Dinge nutzen kann, wie wir das hier machen. Und die Philosophische Fakultät 3 sorgt dafür, dass die Referenten nicht nur hierher kommen, sondern auch wieder zurückkommen und wenn sie übernachten müssen, auch übernachten können. Ebenso der Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V., der im Süddeutschen beheimatet ist. Dieser Verein, das sagt der Name schon, kümmert sich um Erhalt, Pflege und Restauration klassischer Hardware, ist gemeinnützig und kann deswegen auch Finanzanträge bewilligen, was er in meinem Fall getan hat. Ich habe auch dort einen kleinen Etatantrag gestellt und bewilligt bekommen, der dann dazu dient, die Referenten hier in, sagen wir mal, kulinarischer Weise für ihren Auftritt zu belohnen. Das heißt, ich kann sie mit Hilfe des Vereins und der Mittel von dort hinterher dann zum Essen einladen. Das Sie bezieht sich allerdings auf die Dozenten, jetzt nicht auf die Zuschauer. Die sind natürlich jedes Mal herzlich eingeladen, mitzukommen hinterher. Ja, wie schon angekündigt, wird Professor Ernst, der Inhaber des Lehrstuhls für Medientheorien hier am Institut für Musik und Medienwissenschaften, ein Grußwort sprechen, einen kleinen Vortrag halten. Und deswegen bitte ich ihn jetzt auch direkt nach vorne, ohne weiteren Umweg. Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Dann einige medientheoretische Grundgedanken vorweg von meiner Seite, bevor dann gleich Herr Höltgen mit geerdeten Beispielen den Ball aufnehmen wird. Und mein Dank an Herrn Dr. Höltgen für die Organisation, für die Initiative dieses ganzen Projekts. Der wird sich im Verlauf meines Vortrags selbst quasi entfalten, weil ich ihn so oft zitiere, aber das werden Sie hören. Die Aufhebung des Retrocomputings in der Medienarchäologie. Jussi Parikka hat vor kurzem sein neuestes Buch veröffentlicht, dessen Titel aus einer Frage besteht: What is Media Archaeology? Eine Antwort auf diese Frage ist ganz sicher Retrocomputing.
Alljährlich versammeln sich im baufälligen Vereinshaus eines entlegenen Münchner Sportvereins bizarre Bastler, früher Computer, Hard- und Software, zum Vintage Computer Festival. Es werden nicht nur längst außer Funktion genommene Elemente archaischer Computer wieder verlebendigt, was erstaunlich genug ist, sondern in einer Art Archäologie der vergangenen Zukunft solchen Baugruppen auch Leistungen entlockt und hybride Umnutzungen getätigt, die seinerseits und seiner Zeit nie geplant waren. Eine Vergangenheit, die so nie Gegenwart war. Nachträglich frühe Computerarchitekturen auszureizen, sind Zeitreisen. Zeitreisen in das, was der Geschichtstheoretiker Reinhard Koselleck einmal vergangene Zukunft nannte. Und eben dort in dieser Vereinshausbaracke beim Vintage Computer Festival wird bei der nächsten Versammlung, Ende April schon, Stefan Höltgen in München bald einen Vortrag halten, dessen Abstract hier ich folgendes Argument entnehme. An der Berliner Humboldt-Universität sollen Studienbeginner des Fachs Medienwissenschaft auf 8-Bit-Computern Basic und Assembler-Programmierung lernen. Das, was diese Programmiersprachen unter Informatikdidaktikern der vergangenen Jahrzehnte in Verruf gebracht hat, ist für eine an der Technik orientierte Medienwissenschaft gerade ihr Vorteil. Maschinennähe und Problemferne. Indem die Studenten gleichzeitig die Geschichte und Theorie der Programmiersprachen und Hardware-Architekturen sowie ganz praktisch deren Programmierung erlernen, erfahren sie, dass Computer nicht bloß Kommunikationsinstrumente, sondern zuallererst Rechner und signalverarbeitende Medien sind. Und als solche kann man sie in ihrer Funktionsweise entgegen der landläufigen Vorstellung durchaus verstehen. Retrocomputing ist in diesem Sinne nicht schlicht eine technik-nostalgische Mode, sondern eine Methode der Medienwissenschaft. Forschung durch Circuit Bending, analog zur Forschungskunst in der Kunstpraxis. Methodisch aber gibt es Analogien dazu in durchaus etablierten Fächern. Die Kunstgeschichte insistiert trotz erheblich transformierter Gegenwartsmedienkunst auf der Ausbildung in Kenntnis der Perspektive der Renaissance, die als Vorgeschichte von Computergrafik wiederentdeckt wird. Eine Retroarchäologie des technischen Bildes. Retrocomputing ist zum einen das, was in der Geschichtswissenschaft gerne als historische Hilfswissenschaft bekannt ist, vergleichbar der experimentellen Archäologie. Erforschung vergangener Gegenwarten durch praktischen Nachvollzug. Eine spezifische Form der Analyse ist der funktionale Nachbau. Magnetic Core Memory Reborn heißt eine Anleitung, die gekoppelt an den Physical Computing Bausatz Arduino den Magnetkernspeicher aus der Frühzeit der elektronischen Rechner wiederbelebt. Ich zitiere: Many core memory arrays from the heyday of core memory still exist. It might be a fun challenge to build a diver module to write and read from those old arrays. Perhaps with care and luck one could even recover some 50-year-old data, heißt es im Beitrag von Ben North und Oliver Nash zu Magnetic Core Memory Reborn. Zum anderen ist Retrocomputing eine nicht medienhistorische, sondern medienarchäologische Methode, die eben nicht nur zeitliche Anfänge, das wäre die rein historische Variante, sondern auch fortwährenden Prinzipien und Grundstrukturen mithin der Archaik des Computers nachforscht. Ganz so, wie die Genealogie von Computerspielen durch Klaus Pias in seinem Buch Computerspielwelten gerade zu dem Zeitpunkt abbricht, wo das erste kommerzielle Computerspiel zur Verbreitung kam, so ist auch die 8- und 16-Bit-Ära nicht schlicht die Prähistorie einer heute weitgehend standardisierten Computerkultur,
sondern vielmehr eine alternative Weise der Nähe zur Technologie. Genau gesagt, zur Technik als Hardware und zum Logos der Software. Denn das ist der Sinn des Wortes Technologie, der Doppelsinn dieses Wortes. Hiermit kommen wir zum speziellen Begriff der Aufhebung des amnesischen Ex-Wohnhort des ersten Philosophen der Humboldt-Universität, also Georg Wilhelm Friedrich Hegels ehemaligem Wohnhaus, denn hier tagen wir gerade, sofort resoniert. Ich spiele jetzt auf den Titel hier unserer Serie an, Shift, Restore, Escape, die Aufhebung des Retro-Computings in der Medienarchäologie. Und ich mute den anwesenden Praktikern hier sehr bewusst eine Prise Epistemologie, also Erkenntniswissenschaft zu, denn der hiesige Rahmen ist ein dezidiert akademischer. Wir befinden uns schließlich an einer Forschungsuniversität. In Hegels dialektischer Geschichtsphilosophie vergehen die widerstreitenden Verhältnisse nicht schlicht, sondern werden in dreifach möglicher Form aufgehoben, wie er schreibt. Entweder als Beendigung respektive Überwindung einer Entwicklungsstufe, das wäre die Negation, wie die Aufhebung eines Gesetzes oder die Löschung eines Gedächtnisses. Alternativ meint Aufhebung die Erhaltung im Sinne der Konservierung des Überlieferungswürdigen, das entspricht der Arbeit der Archivare. Und schließlich meint Aufhebung bei Hegel auch die Synthetisierung der widersprüchlichen Kräfte in einer qualitativ höherwertigen Form. Um ihn nun höchst selbst zu zitieren, ein Aufgehobenes dagegen ist ein Vermitteltes, es ist das Nichtseiende, aber als Resultat, das von einem Sein ausgegangen ist. Es hat daher die Bestimmtheit, aus der es herkommt, noch an sich. Soweit Hegel. In der Tat ist jedem heutigen Computer noch jene Architektur eingeschrieben, gleich einem temporalen Vektor, die den ersten volkseigenen PCs in den 1980er Jahren buchstäblich noch vor Augen lag. Hegel weist sehr wohl auf den deutschsprachlichen Doppelsinn des Aufhebens hin. Er zelebriert dieses Begriffswissen, geradezu in epistemologischem Sinne. Noch einmal Zitat Hegel: So ist das Aufgehobene ein zugleich Aufbewahrtes, das nur seine Unmittelbarkeit verloren hat, aber darum nicht vernichtet ist. Aus genau diesem Grunde insistiert die hiesige medientheoretische Ausbildung auf den computerarchäologischen Erfahrungen, das heißt konkret Plattformoffenlegung und Assemblerprogrammierung im Signallabor, allen Argumenten zum Trotz, die da sagen, dass in der heutigen Computerkultur und in Zeiten des Social Web und der virtualisierten Informatik solch krude Kenntnis von Computerarchaik kaum noch erkenntnisleitend sei. Etwas ist nur insofern aufgehoben, noch einmal Hegel, als es in die Einheit mit seinem Entgegengesetzten getreten ist. In dieser näheren Bestimmung als ein reflektiertes kann es passend Moment genannt werden. Ausgerechnet Hegel, der Antipode der Differential Engine sowie der Analytical Engine seines Zeitgenossen Charles Babbage, steht hier ein ausdrücklicher Begriffsmechanismus vor Augen. Der Digitalcomputer als Zustandsmaschine im Sinne Alan Turings ist immer in der Gegenwart, so alt er produktionstechnisch auch sein mag. Stefan Hültgen beschreibt es in seinem Interview für unsere Hauszeitung, die HU-Zeitung, ganz aktuell im März 2013. Anders, Zitat, als beispielsweise eine alte Schallplatte, die, wenn sie heute abgespielt wird, immer nur die alte Aufnahme zuzüglich der analogen Patina, Knistern und Rauschen, preisgibt, ist ein Commodore 64-Computer heute eingeschaltet, ein Medium, das konkret in der Gegenwart existiert.
Das zeigen die Retro-Enthusiasten, indem sie auf solchen Computern beispielsweise Internetbrowser programmieren, mit denen man im World Wide Web surfen kann. Das scheinbar alte Medium wird also an eine Technologie angeschlossen, an die noch niemand gedacht hatte, als es erfunden wurde. In solchen Praktiken der Zeitumkehr, würde ich jetzt noch interpolieren, zeigt sich die Besonderheit des Computers als zeitloses Medium besonders. Wir bemerken hier, dass der Computer anders in der Zeit steht als die früheren klassischen Medien und Technologien. In seinem Beitrag zur Bilddigitalisierung und Langzeitarchivierung betont Rudolf Gschwind das Potenzial des digitalen Codes, dass er nämlich in einem gewissen Sinn Ort und Zeit bedeutungslos werden lässt. Dies gilt weitgehend für alles, was in symbolisch oder diagrammatisch kodierter Form, das heißt buchstäblich oder in Form von Schaltungen erstellt wurde und überliefert wird, solange der Code noch dekodiert werden kann. Diese doppelte Lesefähigkeit auf Hard- und Software-Ebene aufrecht zu erhalten, ist die Leistung der Retro-Computing-Szene. Eine bloß chronologisch verfahrende computerhistorische Forschung greift also zu kurz. Auch Chip-Architekturen in Computern sind nie nur Gegenwart, sondern führen immer auch Reste von früheren, archaischeren Schaltkreisen mit sich, um Abwärtskompatibilität zu wahren. Auf den Chips überdauern Bruchstücke ihrer eigenen Vorgänger wie Ruinen in Städten. Chip-Architekturen, um hier Friedrich Kittler zu zitieren, gewinnen allmählich jene historische Tiefe von Sprachen, Häusern oder Städten. Andererseits nehmen frühe Chip-Architekturen eine Zukunft vorweg, die durch Retro-Computing im Nachhinein als vergangene Zukunft entborgen wird. Eine Variante von Retro-Computing ist Medienarchaik im temporalen Sinne. Die Verlangsamung als Option, ultraschnelle Rechenprozesse menschlichen Sinnen wieder schrittweise nachvollziehbar zu machen. Und es wunderte sich ein Spiegel-Online-Bericht vom Februar dieses Jahres darüber, dass das Internet-Virus Miniduke auf den infizierten Rechnern ein gerade einmal 20 Kilobyte großes Brückenkopfprogramm installiert, das dann auf Kommando weitere Software nachlädt oder Daten überträgt und in Assembler geschrieben ist. Eine Sprache, die scheinbar nur von älteren Virenautoren geschrieben wurde. Tatsächlich aber ist es nach wie vor Assembler, das in zeitkritische Prozesse gezielt einzugreifen vermag. Maschinennahe Programmierung ist also nicht nur ein Verweis auf einen historischen Anfang, sondern ebenso ein aktuelles Prinzip, Grundprinzip, ein fortwährendes Grundprinzip des Computers. Und bis heute die eindringlichste und im hiesigen Signallabor praktizierte Methode zur Exploration von Hardware. Was dabei zutage tritt, sind nicht nur technologische, sondern ebenso kulturtechnische oder gar medienepistemologische Sedimente, wie es Stefan Hölken in einem frühen Exposé zur hiesigen Ringvorlesung treffend formulierte. Was also ist in Silizium buchstäblich sedimentiert? Retro-Computing ist A. Erinnerungsarbeit als Archiv, B. Emporhebung als epistemologische Veredelung und C. Suspension von der reinen Technik-Nostalgie, also kein Heimatfilm der Computerkultur. Zum vierten aber ist Retro-Computing eher eine medienarchäologische Methode. In aktuellen Computern ist das frühe Computing aufgehoben. Retro ist also kein Rückwärts, sondern eine Grundlagenforschung. Retro-Computing positioniert sich strategisch gegenüber der heutigen Komplexität und miniaturisierten
Unsichtbarkeit von Computer, Elektronik und Software. Medienarchäologie als Archaik, als Foucault'sche Verknappung, als Reduktion auf das Wesentliche, als bewusste Kargheit, sucht die verloren gegangene Sichtbarkeit und Verstehbarkeit von Computer, Elektronik und Funktion wieder zu erobern. Ganz so, wie es die Zweifach- und Dreifach-Elektronenröhre des Löwe-Radioempfängers von 1926, ich habe hier ein Exemplar, das wir freundlicherweise von Herrn Völz zur Verfügung gestellt bekamen, immerhin die erste integrierte Schaltung der Welt, aber noch dreidimensional fassbar. Also auch hier solch ein Exemplar ist, ein solches Exemplar ist in seiner dreidimensionalen Tiefe hier plastisch fassbar. Als Funktionsprinzip existiert es heute extrem zweidimensional verflacht, aber funktional lebt es fort. Aber in dieser Form ist es nachvollziehbar, sogar noch sinnlich und optisch nachvollziehbar. Was meint das Retro als Präfix im Computing? Es reiht sich ein in eine Gruppe von Begriffen, die allesamt nach Alternativen zur linearen klassischen Mediengeschichte suchen. Wie etwa der Begriff der Tetrade bei McLuhan oder die Hypertelie bei Simondon bis hin zur Rekursion bei Kittler oder gar zur Gleichursprünglichkeit bei Heidegger, woran ich gerne anknüpfe. Begriffe wie Retro, Re-Entry und Restore meinen nicht nur technische Weisen der Wiederaneignung, sondern auch ein anderes, nicht-lineares Zeitverhältnis zur Vergangenheit des Computers, das den jederzeitigen Wiederaufruf und Wiederrückgriff nahelegt. Retro-Computing meint nicht schlicht die Nostalgie für eine überwundene Infantilität des PC, sondern eine taktische Bewegung, ein Re-Entry, eine bewusste Hinwendung zurück zu einem Paradigma, das nicht überwunden wurde durch die Graphical User Interfaces, sondern schlicht deplatziert wurde. Abschließend kommen wir zu einer brisanten Frage. Zählen auch Begriff und Praxis der Emulation zu den medienhistorischen Methoden? Oder gehören sie vielmehr dem Bereich der Fiktion an? Ist durch Emulationssoftware in heutigen Computern ein früher Commodore 64 wesentlich aufgehoben oder stellt dies nur sein funktionales Äquivalent dar? Wenn ein antiker Computer lediglich museal ausgestellt wird, bleiben gerade seine wesentlich zeit- und bitkritischen Prozesse ausgeklammert. Umgekehrt gelingt die Tradierung von Software nur, solange noch die Hardware zur Verfügung steht, damit diese Software sich ereignen kann. In archaeological terms, the operational continuity of contemporary culture cannot be assured, schreibt der ehemalige Kurator der Computerabteilung des Science Museum in London, Doran Swade. Die Lösung liegt bekanntlich darin, den materiellen Aspekt der Computerkultur selbst in Software zu verwandeln, das heißt vergangene Hardware digital zu emulieren. Es gibt damit unversehens Dinge in der Kultur, die ihre eigene Verundinglichung betreiben. Wie Swade es formuliert, logical replication as distinct from physical replication. Operationale Medien, die zwar dinglich verkörpert sind, selbst aber überhaupt nicht mehr Dinge darstellen. Dabei die Eigenheiten und Widerständigkeiten der konkreten Physik des emulierten Rechners nicht schlicht auszuklammern, ist eine Tugend von Retro-Computing als medienarchäologischer Forschung. Dies gibt einem Begriff wie objektorientierte Programmierung einen ganz unerwarteten Nebensinn. Die Außerkraftsetzungen und Aufhebungen der historischen Distanz geschieht durch Reaktualisierung. Dies ist der eigentliche Zeitlichkeitsmodus der Emulation. Ein medienspezifisches Phänomen, das zu einer grundsätzlichen Infragestellung der klassischen Technikhistorie verleitet.
Natürlich können sich auch Experimentalarchäologen in den weitgehend intakten Ruinen von Pompeji einnisten und dort einen alltäglichen Tageszyklus antiker Römer wohnend nachvollziehen. Dies aber ist eine andere Situation als die Emulation eines antiken Computers auf einer aktuellen Plattform. Mit Prozessoren begabte Rechner vermögen Zeit als Prozess selbst zu reproduzieren. Was traditionelle technikhistorische Museen, die Objekte erstarrt, schlicht auf Dauer stellen, so nicht vermögen. Die Technik oder was als Technik hier konkret impliziert und verkörpert wird, sind komplexe Temporalitäten oder Temporealitäten. Damit korrespondiert das Programm einer solchen Forschung, eine, die implizite Zeitverhältnisse in und durch Technologie entfaltet und auf der Taste Escape, die immerhin im Titel unserer Vorlesungsreihe figuriert, sah ich sozusagen, dass sich diese drei Buchstaben buchstäblich auch in dem englischen Wort Timescapes verbergen. Mit der Kultur und Praxis von Retrocomputing ist also eine Infragestellung der medienhistorischen Zeit selbst verbunden, nichts weniger als das. Diese Frage wird hoffentlich das Kaleidoskop der kommenden Vorträge wie ein Geist begleiten. Wie würde Beckenbauer sagen? Schauen wir mal. Gut, vielen Dank. Ja, vielen Dank. Sehr schön theoretisch umrissen, worum es auch ganz praktisch geht. Ich will vielleicht ganz kurz noch etwas zu der Idee oder zu dem, was dieser Idee vorausging, diese Vortragsreihe zu machen, erzählen. Ich bin um 2011 hier ans Institut gekommen, mit eigentlich einem ganz anderen Projekt, das auch mit Computern zu tun hatte, aber nicht auf so einer materiellen Ebene. Und bin dann in Diskussion mit Wolfgang Ernst zu der Überlegung gekommen, dass ich eigentlich ja doch schon viel länger das mache, was hier jetzt quasi Thema und Programm ist. Ich selbst bin als Kind der 80er Jahre mit diesen Geräten, die wir in den nächsten Wochen hier zu sehen bekommen, aufgewachsen. Ich hatte einige davon, leider nicht alle damals, beziehungsweise nicht so viele, wie ich heute habe. Habe so ab 2002, 2003 angefangen, Computer zu sammeln, allerdings auch nicht wahllos und nicht so viele wie möglich, sondern immer nur nach bestimmten Kriterien, also sozusagen Archetypen von bestimmten Rechnern zu haben. Und habe zusätzlich nach meinem Studium auch schon relativ bald angefangen, als Computerspielejournalist zu arbeiten und habe für verschiedene Magazine geschrieben, wo Mitte der 2000er Jahre dann auch das Retro-Magazin, das Return-Magazin, mittlerweile auch das Load-Magazin, Sie sehen, die haben alle schon ganz ähnlich klingende Namen, dazugekommen sind. Das heißt, ich habe mich quasi inkognito sowieso schon immer in den Retro-Szenen bewegt und habe das jetzt hier expliziert. Der Fundus, von dem ich eben schon gesprochen habe, ich wechsle jetzt hier mal die Darstellung, ich zeige Ihnen ein paar Bilder und vielleicht auch noch mehr. Der Fundus an Geräten, den Sie hier auf dem Foto sehen, das ist ein relativ aktuelles Foto von letzter Woche, das habe ich für die Humboldt gemacht, vielleicht sind Sie es da demnächst abgedruckt, stammt zum Teil aus einer privaten Sammlung, zum Teil aber aus dem medienarchäologischen Fundus von Wolfgang Ernst. Das war nämlich eines der ersten Dinge, die ich besichtigt habe. Wolfgang Ernst zeigt ihn ja auch Gästen der Universität immer wieder sehr gern. Dort standen also eine Reihe von Computern, Einplatinenrechner vor allem und kleinere Homecomputer, zu dem Begriff komme ich gleich, die es mir dann tatsächlich auch leicht gemacht haben, einen Anknüpfungspunkt zu finden. Ich habe dann einige dieser Geräte aus dem Fundus in das Signallabor verbracht, um sie dort in Operation zu halten. 2012, als das Institut umgezogen ist und wir unsere neuen Räumlichkeiten bekommen haben, hatte ich also dann die Möglichkeit, als wissenschaftlicher Mitarbeiter dieses Signallabor nach den Maßgaben, die ich für Lehre und Forschung brauche, einzurichten und habe dort diese Sammlung aufgebaut von einerseits Mikrocomputern, sind auch Analogcomputer dort, die auch aus dem medienarchäologischen Fundus kamen, die wir auch programmiert haben und programmieren. Also wir sind nicht nur digital, sondern auch analog unterwegs. Es hat ja letztes Jahr da einen sehr schönen Workshop gegeben zum Analogcomputer.
Und zusätzlich auch noch verschiedene Emulationssysteme, ich werde Ihnen nachher gerne was dazu erzählen, wenn wir im Signallabor sind. Die Neuorganisation des Signallabors hat mir also die Möglichkeit gegeben, das hier auf eine breite materielle Basis zu stellen. Der Gegenstand, die Homecomputer, die Sie hier sehen, ist der Gegenstand meiner Forschungsarbeit. Diese Forschungsarbeit umfasst Technologien, ich will mal sagen, das fängt sozusagen an Ende der 60er Jahre mit schon auf engstem Raum verbauten TTL-Computern, also welche, die noch keine Mikroprozessoren haben, bis dann in den frühen 70er-Jahren die Mikroprozessortechnik es möglich macht, also wirklich sehr kleine Gehäuse zu bauen und Computer endlich mal aus den Schränken zu befreien, könnte man fast sagen, und in kleine Plastikschächtelchen zu stecken. Der erste Homecomputer, wird oft so gesagt, stammt von 1974, dort habe ich sozusagen meine Wegmarke gesetzt, 1974 bis etwa 1984, 85, das umfasst die sogenannte 8-Bit-Ära. Das sind also alles Computer mit 8-Bit-Prozessoren, was das heißt, darüber werden wir noch verschiedentlich verhandeln im Laufe des Semesters, dass das gar nicht so einfach ist, einen 8-Bit-Computer als solchen zu bezeichnen. Und was unterscheidet ihn von 16-Bit-Computern, wie Sie hier sehen, zum Beispiel, oder vielleicht sogar 32-Bit-Computern, was man meinen jetzt, Sie sehen, wie das aufgebaut, ein RISC-Computer, darüber werden wir auch noch sprechen. Die Ausläufe des Home-Computers, kann man sagen, beginnen Mitte der 70er Jahre und erstrecken sich bis in die 90er. Und da komme ich auch gleich zu meinem Begriff von Homecomputer. Der ist nämlich nicht definiert durch seinen Computer, sondern durch sein Home, durch die konstituente Home. Ja, was ist also ein Homecomputer? Wie oft bei Medientechnologien ist es so, dass sie nicht vom Himmel fallen und nicht einfach so erfunden werden, sondern sich an Medientechnologien anschließen und sie inkorporieren, die es schon vorher gegeben hat. Und mit der extremen Vergünstigung, also preislichen Vergünstigung von Computertechnologie, bis weit unter die 1000 US-Dollar-Marke, und das ging dann noch weiter bergab, ist es also auch Privatleuten ab Mitte der 70er Jahre möglich gewesen, sich zuerst als Bausätze Computer zu kaufen und dann aber auch fertige Geräte, wie Sie sie hier auf dem Bild sehen. Damit diese Geräte allerdings zu Hause auch einen Sinn ergeben, ist es erstmal notwendig, dass sie nicht mehr mit Starkstrom laufen, also dass man die mit 110 oder mit 220 Volt betreiben kann. Ich weiß nicht, ob Sie den Film 23 noch in Erinnerung haben, da soll ja einer der Protagonisten eine PDP besorgen und der besorgt nur ausgerechnet die falsche, nämlich die, die mit Starkstrom läuft und deswegen kann die nicht betrieben werden, da muss dann im Regen versauern. Nein, diese Geräte laufen alle mit dem Wechsel, mit der Wechselspannung, die aus der Steckdose kommt und zudem finden sie auch Anschluss in heimischen Gefilden, nämlich insbesondere erstmal an den Fernseher. Das erübrigt die Frage, ob man einen teuren Monitor kaufen muss oder ob man vielleicht sogar ein Oszilloskop braucht oder ein ähnliches Anzeigesystem. Nein, die werden an den Fernseher angeschlossen, da wird ein HF-Modulator eingebaut, der es möglich macht, ein Hochfrequenzsignal zu erzeugen, das auf dem Fernseher ein Bild liefert. Das ist, wie vieles aus dem Bereich, eine Erfindung, die aus dem Computerspiel kommt. Die ersten waren der Atari, die sich gesagt haben, wir wollen die Computerspiele jetzt aus den Arkaden rausholen, die Leute sollen jetzt auch zu Hause spielen, also bauen wir ein Pong für zu Hause, ein Pong-Automat mit einem HF-Modulator. Ich will jetzt nicht Ärger mit Ralf Bär bekommen, der hat 1972 auch schon so ein Gerät gebaut, das war allerdings kein Computerspiel, sondern ein Videospiel, das auch an den Fernseher angeschlossen wurde, das sogar sozusagen den Fernseher als integralen Bestandteil des Spiels hatte, weil es eigentlich laut Patent nur ein Gerät zur Steuerung und Beeinflussung des Rasterstrahls, des Fernsehrasterstrahls war, das aber dann so ausgesehen hat, als ob ein Spiel, wenn man den Fernseher eingeschaltet hat. Ja, im Weiteren ist es die Schreibmaschine, die sich in fast allen diesen Computern wiederfindet, also die Geräte, die keine Schreibmaschinentastatur haben, die sind relativ schnell um eine ergänzt worden. Also die erste Altair 8800 wurde noch Schalter programmiert. Da hat man also bitweise die Zahlen durch Schalter in den Speicher gebracht. Relativ bald gab es über das Bussystem, das dort eingebaut war, auch die Möglichkeit, serielle und parallele Schnittstellen in das Gerät zu bringen und dann eben auch eine Tastatur anzuschließen, was die symbolische Programmierung ermöglicht hat. Über die Schreibmaschinentastatur. Die Schreibmaschine ist sozusagen etwas, das bekannt sein musste, wie es bedient werden musste. Das würde ich nicht behaupten, dass am Anfang der 70er Jahre in jedem Haushalt eine Schreibmaschine stand, aber man kannte sie. Das ist eine sehr alte Technologie, die vor allem für uns hier in der Medienwissenschaft und auch im Hinblick auf Friedrich Kittler zu den wichtigen, epistemologisch wichtigen Umbruchapparaturen zählt, die das Denken auch auf eine andere Weise beeinflussen, als es Aufschreibsysteme vorher getan haben. Ja, und zu guter Letzt, und da werde ich gleich noch detailliert drauf eingehen, ist es tatsächlich die Audiokassette, die der Computer zu Hause vorgefunden hat. Denn das Programm will gespeichert werden, wenn man den Computer nämlich abschaltet, ist es sonst weg. Und da hat man sich relativ bald gefragt, welche Speichertechnologien stehen denn im Haus für den Homecomputer zur Verfügung. Und das waren Magnetbandsysteme.
das Magnetband von Philips ist das Patent, glaube ich. Die Audiokassette ist nicht das üblich bei solchen Dingen nicht das beste Patent gewesen, das sich durchgesetzt hat, sondern einfach nur das marktträchtigste. Die Kompaktkassette war Anfang der 70er Jahre nicht wegzudenken, insbesondere seitdem man sie selbst bespielen konnte aus dem Radio oder von Platten und unterwegs dann wiedergeben konnte. Und deswegen war in vielen Haushalten solch ein Kompaktkassettengerät vorrätig und konnte als Speicher umfunktioniert werden. Das hat bestimmte Konsequenzen für die Daten, die darauf gespeichert werden müssen. Die Frage, die ich mir stelle in dem Projekt, ist, wie sich nun diese Computer, diese 8-Bit-Computer, teilweise auch 4-Bit-Computer, entwickelt haben, was daraus gefolgt ist aus ihnen, in welcher Konsequenz das dazu steht, insbesondere aber, wie sich zu der Zeit, als es diese Geräte gegeben hat, Hard- und Software aneinander entwickelt haben. Denn es ist so, es gibt eine, ich weiß gar nicht, wie groß die Anzahl von 8-Bit-Mikrocomputern ist, die es in den 70er und 80er Jahren gegeben hat. Es müssen Hunderte gewesen sein. Und jetzt kann man sich natürlich fragen, wozu braucht man denn Hunderte verschiedene Typen Mikrocomputer? Ja, das liegt schlicht und ergreifend daran, dass natürlich erstmal eine Konkurrenzsituation entstanden ist am Markt. Jeder Elektronikhersteller wollte auf Basis der günstigen Mikroprozessortechnologie sein eigenes Produkt anbieten, um nicht ausgeschlossen zu bleiben beim Homecomputer-Boom. Und andererseits wollte natürlich jeder auch einen Wettbewerbsvorteil haben und sein Gerät so konzipieren, dass damit Dinge möglich sind, die mit anderen Geräten vielleicht nicht möglich sind. Und das ist tatsächlich im größten Teil Computerspielen gewesen. Denn diese Geräte haben das Fernsehen sozusagen interaktiviert, nicht nur indem man eintippen konnte, sondern indem man Computerspiele auf sie laden konnte und spielen konnte. Und je ausgereifter die technische Basis für dieses Computerspielen war, desto mehr Spaß haben die Spiele gemacht. Und deswegen hat sich dann die Plattform am weitesten verbreitet, mit der das Spielen am effizientesten und besten und am spaßigsten war. Der Commodore 64 ist, glaube ich, immer noch die meistverkaufte Computerplattform eines Herstellers aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wie viele Millionen Mal. Da gibt es von Michael Steil einen Eintrag in seinem Weblog, wie denn die wahren Verkaufszahlen des C64 sind. Da will ich mich jetzt nicht drüber streiten. Das ist Medienökonomie. Aber der Computer hat die Spieler eben auch dazu bewogen, nicht nur zu spielen, sondern wenn sie so einen Computer eingeschaltet haben, hier steht nun blöderweise open und nicht ready, dann hat er normalerweise sie mit dem Wort ready erwartet und sie mussten hinter das ready etwas eintippen, damit der Computer richtig loslegt. Im schlimmsten Fall war das einfach nur load oder c-load, je nachdem welche Plattform sie da vor sich hatten, dann hat halt das Spiel geladen, das sie spielen wollen. Wenn sie in dem Spiel besonders schlecht waren, dann gab es die Möglichkeit, den Code im Speicher, wenn er dann einmal drin war, so zu manipulieren, dass sie nicht mehr verlieren können. Das heißt, spätestens da fängt die Programmierung an. Dass sie etwas in den Speicher hineingucken und die Lebenszahl von 4 Leben auf 256 Leben zum Beispiel erweitern. Darüber hinaus ist natürlich gekaufte Software teuer gewesen. Und schon aus der Frühzeit des Mikrocomputers, nämlich vom Alter IA 8800 aus dem Jahr 1974, wie schon gesagt, ist bekannt, dass also Kaufen nicht der einzige Weg ist, um zur Software zu kommen. Angeblich soll ja auf einer der Rundreisen von Bill Gates bei den Hobbycomputer-Treffen, da hat er Werbung für sein BASIC gemacht, das hat er auf Lochstreifen mit sich herumgetragen und hat das rumgezeigt. Und dort soll angeblich irgendwo eine Raubkopie von BASIC entstanden sein. Da kann man sich vorstellen, dass es wahrscheinlich kein Lochstreifenstanzer war, der da irgendwo stand, das hätte Bill Gates hellhörig gemacht, die Dinger sind nämlich ganz schön laut. Wir haben oben im Signallabor einen, den kann ich ja spaßeshalber mal anwerfen. Es ist zu befürchten, dass sich jemand mit einer Nadel und einem leeren Lochstreifen hingesetzt hat und wirklich eins zu eins die Löcher durchgestochen hat, bis er das BASIC kopiert hatte. Das heißt, die Software-Kopierszene ist so alt wie der Mikrocomputer selbst und man muss darüber nachdenken, ob das Kopieren nicht eine wichtige Bedingung der Möglichkeit von Hobbycomputing geworden ist. Also die Tatsache, dass digitale Daten kopiert genau dasselbe sind wie original. Und das ist eine Frage, die bewegt uns heute nach wie vor. Was unterscheidet eine Raubkopie einer DVD von einer DVD? Das sind ja auch nur Daten. Um das zu können, musste man nun allerdings den Computer etwas besser beherrschen, als nur das Programm zu starten. Man musste Tools entwickeln, die Daten bitweise zum Beispiel von einem Datenträger auf den anderen übertragen oder den Speicherinhalt auf einem Medium abspeichern. Da gibt es also unendlich viele Lösungen für die ganzen Plattformen, wie man Spiele kopiert. Der einfachste Weg ist, wenn Sie die Software auf Kassette gekauft haben, dann haben Sie einen Kassettenrekorder genommen und den mit dem Kabel mit einem anderen Kassettenrekorder verbunden und einfach die Töne von einer Kassette auf die andere überspielt. Im schlimmsten Fall konnten Sie sogar beide Kassettenrekorder einander gegenüberstellen und das eingebaute Mikrofon zur Überspielung nehmen. Mussten Sie aber aufpassen, dass währenddessen keine Nebengeräusche zu hören waren. Denn die werden ja als Daten interpretiert, wenn Sie die falsche Frequenz haben. Also hier werden Grenzen überwunden, aber eben nicht nur die Grenzen der Legalität, sondern eben auch die Grenzen
dessen, was angedacht worden ist im Verbauen der Hardware. Dieses Überwinden der Grenzen ist eine Tradition geblieben bis ins Retro-Computing hinein. Sie werden im Verlauf des Semesters von Softwareprodukten hören und auch von Programmiertechniken hören, die nicht bekannt waren, als die Hardware, auf der sie praktiziert werden, erfunden wurde. Das heißt, dort hat man Grenzen entdeckt durch Verfahren von, weiß ich nicht, von Aufätzen von Mikroprozessoren bis hin zu einfach nur rumprobieren, hat man Verfahren entdeckt, aus den Computern Dinge rauszuholen, von denen die Ingenieure nicht wussten, dass sie drin sind. Da gibt es also ein ganz prominentes Beispiel. Letztes Semester hatte ich ein Seminar bei den Mastern zum Thema illegale Opcodes und da erwartet mich jetzt demnächst noch eine Hausarbeit darüber. Alle diese 8-Bit-Computer, das ist das Entscheidende, basieren auf einer elektronischen Technologie der Mikroprozessorherstellung, die es zugelassen hat, dass man diese Art von Grenzüberwindung an ihnen praktizieren konnte. Das liegt daran, dass diese Prozessoren intern fest verdrahtet waren und dass diese Verdrahtungswege halt manchmal Sinn ergeben hat, wenn man sie aufgerufen hat, und manchmal sind die einfach ins Leere gelaufen. Dazu wird es dann im weiteren Verlauf des Semesters noch etwas zu hören geben. Zudem haben die Hobbycomputer-Enthusiasten damals relativ bald angefangen, ihre eigenen Geräte zu bauen. Entweder weil die Originalgeräte zu teuer waren, also zum Beispiel Drucker. Ich weiß, wir haben einen Drucker von Herrn Völz, den hat er selbst gebaut, das ist eine Schreibmaschine. Den hatten wir oben im Signallabor. Oder weil schlicht und ergreifend ein Gerät für eine bestimmte Funktion noch gar nicht verfügbar war. Der Hobbycomputer-Nutzer, der ursprünglich Spieler war, sich dann so ein bisschen zum Programmierer gemausert hat, ist dann nun also auch zum Lötkolben-Benutzer geworden und hat angefangen, sich Hardware selbst zu basteln, beziehungsweise die Hardware seines Computers zu modifizieren. Wir haben oben ein paar modifizierte Computer, in die neue Chips reingelötet wurden, damit zum Beispiel ein anderes Betriebssystem, das die Disketten schneller lädt, auf den Rechnern nativ läuft. Das alles hat er bestenfalls gemacht, indem er sich irgendwo ein Buch geliehen oder gekauft hat, aber oft durch Gespräche in der Szene, beziehungsweise einfach durch Ausprobieren und autodidaktes Einarbeiten in die Materie. Und das müssen Sie sich vorstellen, Sie kaufen sich heute ein iPad und versuchen autodidakt herauszufinden, wie man dieses Gerät programmiert. Das wird Ihnen auf verschiedene Art und Weisen erstmal versperrt. Also letztens hat das ja jemand mit der PlayStation 3 versucht, autodidakt herauszufinden, wie man PlayStation 3 Spiele kopieren kann. Da hat sich dann Sony eingemischt. Das ist also nicht mehr gewollt, dass man Hardware auf diese Weise exploriert, sondern die Hardware wird verscharrt und verschachtelt. Zunächst verschweißt, verklebt, verschraubt, vernietet, dann aber auch hinter ikonischen Oberflächen versteckt. Wenn Sie die PlayStation 3 einschalten, dann sehen Sie nichts davon, dass das ein Computer ist. Da ist sofort eine Grafik mit einer Oberfläche, wo Sie sozusagen mit einem Cursor hin und her fahren können und aufrufen können. Sie kriegen also von der symbolischen Ebene des Computers nur noch sehr wenig mit. Und heute habe ich bei Spiegel Online gelesen, wie passend nach dem Facebook jetzt für das iPhone eine neue Social App entwickelt hat, wird der Computer jetzt also auch noch zu einem sozialen Apparat. Also nicht nur ein ikonischer Apparat, ein symbolischer schon lange mehr, sondern ein sozialer Apparat. Das heißt, er versteckt sich jetzt zusätzlich noch hinter der Gemeinschaft und dem Sozialen. Alles hindert uns sozusagen dran oder hält uns davon ab, hinter die Mauern zu gucken. Und genau das macht aber Retro-Computing. Das schaut hinter diese Mauern. Ich habe Ihnen hier ein paar Beispiele, wie eben angekündigt, mitgebracht. Ich hatte jetzt eben schon über die Kassetten gesprochen. Das ist sozusagen eines der Dinge, mit denen ich mich in den letzten 2-3 Wochen, 4 Wochen beschäftigt habe. Die Frage der Speichertechnologien für Mikrocomputer. Ich gehe mal in den Vollbildmodus, das sieht ein bisschen besser aus. Speichertechnologien für Mikrocomputer, das sich 1975 erstmals ein Standard entwickelt hat. Der sogenannte Kansas City Standard. Da habe ich aus dem Original Byte Magazin. Ich muss ja hier auch das entsprechende. Hier, das ist das Byte-Magazin, Ausgabe, Sie müssen das jetzt nicht lesen, ist auch wahrscheinlich zu klein. Ausgabe Februar 1976, das Byte-Magazin, eine frühe Enthusiasten- und Hobbycomputer-Zeitschrift, hat eine Tagung gemacht in Kansas City. Dort sollten sich also die Vertreter namhafter Computer und Software, Bill Gates war auch da, einfinden und darüber diskutieren, ob man einen Standard dafür einrichten möchte, wie Daten auf Audiokompaktkassetten abgespeichert werden können. Das ist das Ergebnis, der Standard, der da definiert wurde. Hier steht also in der Zeitschrift drin, dass die 0 fortan 1200 Hertz und die 1 2400 Hertz sein sollen, wie viele Takte jede Frequenz laufen muss, um als Bit erkannt zu werden, als 0 oder als 1 erkannt zu werden. Das ist alles ganz genau definiert. Die Computerhersteller haben sich allerdings nicht gleich daran gehalten. Wir haben hier, ich kann ja alle drei aufrufen, das ist sinnvoller,
Wir haben hier den Commodore PET. Das ist ein Computer von 1977, also einer der frühesten Mikrocomputer, der, wie Sie sehen, ein Kassettenlaufwerk eingebaut hat. Dieses Kassettenlaufwerk benutzt normale Audiokompaktkassetten von Philips. Man kann den aufbauen und bitte beachten Sie, dass das hier tatsächlich ein eingebautes Feature war, wie bei einem Auto, wo man die Motorhaube öffnen konnte, um das in die Motorhaube zu arretieren, hatten die Computer von CBM, und zwar allesamt, die in diesem Gehäuse verbaut waren, eine solche Stange, damit sie wurden eingeladen, das Ding aufzumachen, dass es ihnen nicht auf die Finger fällt. Diese Stange gibt es bei der PlayStation 3 nicht mehr. Und hier oben links sehen Sie diesen schwarzen Kasten, dort ist das Kassettenlaufwerk. So, und wenn man das Kassettenlaufwerk ausbaut, dann sieht das so aus. Jetzt muss ich mal ein bisschen größer machen. Das ist ein handelsüblicher Kassettenrekorder, der ist nicht von Commodore, sondern nur von Commodore beklebt worden. Das ist höchstwahrscheinlich Tandy, Radio Shack, irgendein Gerät, das günstig Kassettenrekorder hergestellt hat und in Massen an Commodore verkauft hat. Und die Ecke, die da fehlt, ist ein Teil des rausgesägten Batteriefachs. Das heißt, Commodore-Ingenieure und Mitarbeiter haben sich hingesetzt, das Batteriefach rausgesägt, um diese Technologie, die sie zu Hause hatten oder vielleicht auch nicht hatten, jetzt hatten sie sie dann auf jeden Fall, in den Computer einzubauen. Das Kabel führt dann auf die Platine und hier stecken sie dann ihre Kassetten mit der Software rein, die allerdings beim Commodore PET nicht nach dem Kansas City Protokoll geschrieben wurde, sondern ein anderes Protokoll benutzt hat. Das lag daran, dass das Kansas City Protokoll schon ganz am Anfang nicht besonders zuverlässig und sicher war. Ein zeitgenössischer Marktkonkurrent des Commodore PET war der TRS-80. Mit dem habe ich mich in den letzten Wochen auch sehr viel beschäftigt. Wir hatten so ein kleines Musikprojekt aus der Kulturwissenschaft auf unserem TRS-80-Klon. Und dieser TRS-80 hatte auch keinen Kassettenrekorder eingebaut, nutzte allerdings auch ein eigenes Protokoll zum Abspeichern von Daten, 500 Baud, relativ schlechter Qualität. Man hat die Programme am besten immer gleich 3-4 Mal gespeichert, damit es einmal wieder funktioniert hat beim Laden. Und ja, wie kamen jetzt diese Daten auf die Kassette? Beim TRS-80 war das ein ganz einfacher Fall, der hatte keine Soundprozessoren, erst recht keine Soundkarte, was Sie aus Ihren heutigen Computern kennen, sondern der hatte nur seinen Mikroprozessor. Und dieser Mikroprozessor hat die Signale erzeugt aus den Spannungsflanken, um die Frequenzen zu produzieren, die hinten aus dem Kassettenrekorderanschluss herauskamen, die dann auf das Band aufgezeichnet werden konnten. Und da kommt jetzt sozusagen die intimere Kenntnis der Hardware ins Spiel. Wenn man den nicht in Basic programmiert hat, sondern in Assembler, dann konnte man den Computer dazu bewegen, Übertragungsgeschwindigkeiten zwischen 500 und 1800 Baud einzustellen. Das sind Bit pro Sekunde. Das heißt, sie konnten die Frequenz der Bits, die übertragen wird, ändern. Und die Musiker unter Ihnen wissen, wenn man die Frequenz ändert, dann wird der Ton höher oder dunkler. Und diesen Trick haben sich nun die Programmierer in Assembler zunutze gemacht, um den TRS-80-Computer, der nativ keine Möglichkeit hat, Sound wiederzugeben, dazu zu bringen, Sound wiederzugeben. Die haben einen Kassettenrekorder am Kassettenport angeschlossen, den Kassettenrekorder auf Aufnahme gedrückt und dann ist es im Normalfall so gewesen, dass der Ton durchgeschleift wird, also der wird aufgenommen und gleichzeitig aus dem Lautsprecher wiedergegeben, man hört ihn. Und da habe ich vorhin noch aus dem Emulator, um sich zu geben, einen kleinen Film aufgenommen, und zwar von einem Spiel, das auf dem TRS-80 läuft, das Sound nutzt. Das Spiel heißt Robot Attack. Ich will Ihnen mal den ganzen Vorspann sparen, das dauert nämlich ein bisschen. Bis hierhin. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu laut. So, das ist Robot Attack, also es hat nicht nur Sound, sondern sogar Sprachausgabe, die komplett durch modulierte Frequenzen, die vom Z80 Mikroprozessor ausgegeben wurden. Also das komplette Spiel ist mit Sprachausgabe gestaltet. Das ist jetzt ein Produkt gewesen, das Sie damals am Markt kaufen konnten. Also Sie sehen, die Grafik vom TRS-80 ist nicht berühmt, 128x48 Bildpunkte, aber auch da Spiele, die nicht unbedingt leicht waren. Ich habe mich jetzt hier natürlich mal absichtlich, sagt man ja immer drunter lassen, damit man sieht und hört, was der so alles drauf hat. Ja. Also, der TRS-80 nutzt die Technologie, die eigentlich dazu da ist, Daten auf Kassette zu schreiben, dazu, um mit einem Hack Sounds zu erzeugen und auszugeben. Ein Dritter im Bunde, dann haben wir die ersten drei Mikrocomputer der späten 70er Jahre durch, war der Apple II. Der Apple I, den kennen Sie wahrscheinlich aus
im Fernsehen und aus verschiedenen eBay-Auktionen, die so 5-6-stellige Beträge erwirtschaften, war ein Einplatinencomputer, der auch erweiterbar war. Der Apple II war schon ein Gerät All-in-One. Also da haben sie eine Tastatur bekommen und hier sehen Sie jetzt einen Aufbau, wie es du ist, das ist ein Diskettenlaufwerk und oben drauf steht der Monitor. Das hat man dann meistens zusammen erworben, um ein vollwertiges Computersystem zu haben. Der wurde sehr, sehr oft verkauft, der wurde auch sehr lange gebaut, der Apple II. Und wie Sie hier unten sehen, deswegen habe ich das fotografiert, hat der Apple II schon gleich zwei Schnittstellen eingebaut, über denen Kassettensymbole angebracht wurden. Das heißt, da muss man nicht mehr In- oder Out-Drucker schreiben, da ist schon allen ganz klar, worum es bei diesen beiden Schnittstellen geht. Das sind 3,5 mm Klinkenstecker, da können Sie ja Kassettenrekorder anschließen, um Daten darauf zu speichern. Ja, warum erzähle ich Ihnen das? Retro-Computing hat genau diese Tatsache genutzt, diese Hardware genutzt. Wenn Sie heute so einen Apple II kaufen, und den kriegen Sie noch relativ günstig, dann müssen Sie ja irgendwie Software auf das Ding kriegen. Wenn Sie keine Disketten haben und keine Kassetten haben, ist das erstmal die Frage, wie können Sie diesen immensen Softwarefundus, und wir haben oben etwa, ich will nicht lügen, 150 Gigabyte Apple II Software auf einer Festplatte von einem Mac-Computer, wie kriegen Sie diese Originalsoftware auf das Originalgerät, diese virtuelle Software auf das Originalgerät? Ja, die meisten Computer heute haben einen Kopfhöreranschluss, damit Sie Ihre MP3s hören können. Dieser Kopfhöreranschluss macht im Prinzip aber nichts anderes als das, was der Apple II mit seinen Anschlüssen macht. Daraus werden modulierte Signale ausgegeben, sodass es sich für Sie wie Musik anhört. Und über diesen Anschluss können Sie auch den sogenannten Hardbit-Rock ausgeben. Das sind nämlich die Streams, die Software-Streams, die Bit-Streams, die der Computer als Software versteht. Und da haben sich ein paar Entwickler zusammengetan und haben ein Programm geschrieben, das heißt ADT Pro. Und da schließen Sie den Kopfhörerausgang Ihres Laptops oder Ihres Computers an den Kassetteneingang von Apple II an und übertragen die Software über eine Leitung auf den Rechner. Dort überträgt man meistens dann erstmal nur eine DOS-Diskette und ein paar Sachen, die man sozusagen zum alltäglichen Gebrauch haben möchte. Sie können aber auch die ganzen, also alle Disketten, die ich oben habe, sind mit ADT Pro erstellt worden. Ich habe jetzt nicht die ganzen 150 GB auf 45 Zoll Disketten umgewandelt, aber so ein paar witzige und wichtige Spiele und vor allem die Software und die Programmiersprachen und das CPM-Betriebssystem haben wir oben auf Diskette, das auf diesem Wege vom Apple-Computer auf den Rechner übertragen wurde. Auf die Idee bin ich sozusagen schon vorher gestoßen, bevor ich wusste, dass es das überhaupt gibt. Und zwar haben wir in den Programmierkursen, die ich hier gebe, damit komme ich sozusagen schon zum Ende des inhaltlichen Teils, in den Programmierkursen, da bedienen wir uns oft dieser Plattform hier, das ist der Amstrad CPC 464. Das ist ein 8-Bit-Computer, ein sehr elaboriertes Gerät von 1984 bis 86 sind dann noch zwei Nachfolger erschienen. Der Amstrad CPC 464 hat, wie Sie auf der rechten Seite sehen, auch einen Kassettenrekorder eingebaut. Wir haben, als ich 2011 hierher gekommen bin, uns überlegt, wir wollen einen Assembler-Kurs für Interessierte anbieten. Ein Assembler-Kurs in der Assembler-Sprache für den Z80, der in diesem Computer verbaut ist. Man muss sich beim Assembler für eine dezidierte Plattform entscheiden, weil man ja nicht nur einfach eine höhere Programmiersprache programmiert, die dann kompiliert oder assembliert wird, sondern man spricht sozusagen mit den verbauten Hardware-Teilen des Computers selbst und da muss man sich dann halt für einen Computer entscheiden, mit dem man sich da programmierend unterhalten möchte. Und wir haben uns also für diese CPC-Hardware entschieden. Und jetzt war die Frage, nutzen wir einen Emulator zum Programmieren oder die Original-Hardware? Und vieles sprach dafür, es auf der Original-Hardware zu probieren, auch wenn wir jetzt nicht CPC 464 im Klassensatz hatten, wollten wir doch wenigstens die Programme, die wir, wenn wir sie im Emulator fertig geschrieben haben, uns anschauen wollen, dass wir sie auch immer auf der Original-Hardware anschauen. Und dazu habe ich versucht, ein Programm, das ich im Internet gefunden habe, einen Assemblierer, also ein Programm, mit dem man Maschinensprache programmieren kann, auf diesen CPC zu bringen. Wie habe ich das gemacht? Ganz ähnlich, wie Sie es hier sehen. Auf der linken Seite den Macintosh. Sie sehen, hier steckt ein kleiner Klinkenstecker drin. Der führt mit einem Kabel bis hier rüber zu dem Kassettenlaufwerk. Und in dem Kassettenlaufwerk steckt so eine kleine Dummy-Kassette drin, die Sie vielleicht noch kennen aus Autoradios, die Sie benutzt haben, um CD-Player am Autoradio anzuschließen, wenn der keinen Anschluss dafür hatte. Diese Kassette tut so, als wäre sie eine Kassette. In Wirklichkeit ist es eine Schnittstelle, die Frequenzen oder Signale erzeugt, die der Kassettenlesekopf vom Kassettenrekorder lädt. Das hat tatsächlich funktioniert. Also wir haben Programme übertragen können aus dem Netz auf dieses Ding. Wir haben diesen Assembler nicht benutzt, weil der einigermaßen kompliziert war, sondern wir haben einen Assembler, den wir in Basic gefunden haben, genutzt. Jetzt habe ich zur Vorbereitung eigentlich Ihnen was zeigen wollen mit dieser Konfiguration. Das hat aber nicht geklappt. Es liegt hier auf der linken Seite, sind Sie in der Internetseite. Das ist das Archiv der vom Aussterben mit roten Tönen. Ne? Da können Sie mal auf die Webseite raufgehen, ich muss mal gucken, vielleicht kann ich Ihnen den Link oben geben. Da sehen Sie dann hier so Sachen wie in der Schreibmaschine oder Nageldrucker
Und hier ist ein NES-Spielkonsole und hier ist ein Amstrad CPC 464, und zwar genau der gleiche, den Sie hier sehen. Und wenn Sie da draufklicken, dann hören Sie so diesen Hardbit-Rock-Sound. Glauben Sie, dass das der vom CPC 464 ist? Ich habe den versucht zu laden. Press Play und Take auf dem Monitor, es hat nicht funktioniert. Ja, warum hat es nicht funktioniert? Weil der Typ, der die Seite gemacht hat, schlicht und ergreifend gar kein CPC-Kassettensound benutzt hat. Ich habe das einem Bekannten geschickt, der einen Emulator programmiert für Schneider, der hat sofort gehört, dass es ZX Spectrum Hardbit Rock ist. Hat mir das umgewandelt in ein ZX Spectrum Kassettenformat, das habe ich versucht in den ZX Spectrum Emulator zu laden, das hat auch nicht funktioniert. Das heißt, der hat nicht nur einen falschen Computer, sondern auch noch korrumpierten Code auf dieser Webseite, der ausgestorbenen Töne. Also warum dieser Ton ausstirbt, das ist mir mittlerweile ziemlich klar. Sie sehen, also wir beschäftigen uns da sehr konkret und sehr materialnah mit den Dingen. Ich gebe Bachelor- und Masterseminare. Ich habe Ihnen hier mal aus dem Bachelor-Seminar vom letzten Semester, das hieß 8-Bit-Retro-Computing im Direktkontakt. Das mache ich nicht dauernd, sondern das war nur das erste dieser Art. Die Studierenden aufgeteilt, 25 Leute in 2- bis 3er-Gruppen. Jede dieser 2- bis 3er-Gruppen hat eine Plattform bekommen, mit der sie sich ein Semester lang beschäftigen sollte, so als hätte sie sie zu Weihnachten bekommen und kennt niemanden, der das Ding auch hat. Sollten alles darüber herausfinden, spielen, recherchieren, programmieren und so weiter und so fort. Wir haben dann kleine, das ist jetzt die Runde, wo alle spielen durften, deswegen sind wir auch über Keks und so weiter, von der Weihnachtsrunde. Und das hat also tatsächlich auch einige der Teilnehmer dazu bewogen, sich so einen Computer bei eBay zu kaufen. Ne? Also erfolgreich, und ich habe das hinterher evaluiert und habe ein bisschen rumgefragt, was hat Ihnen denn gefallen? Ja. Und da kam nicht selten die Aussage, die Tatsache, dass man diesen Computer beherrschen kann. Dass man diesen Computer auf eine Weise behandeln und bearbeiten kann, sodass man den Eindruck hat, der macht, was ich will und ich bin nicht irgendeiner Betriebssystem, Software oder sonst etwas ausgesetzt, sondern ich kann den zu einem kreativen, mein kreatives Potenzial sozusagen hier in Software gießen. Ich habe mit den Leuten in Basic programmiert, wenn die Zeit gereicht hätte, und das reicht in einem Bachelorstudium garantiert nicht, da hätte ich natürlich auch Assembler machen können, aber hier sind schon ganz viele Plattformen vertreten. Mit den Mastern habe ich letztes Semester, das nur als zweiten Ausblick, habe ich letztes Semester wieder, sehen Sie hier ein CPC, dieses Mal 6128 mit einem Diskettenlaufwerk, habe ich die Geschichte des Mikroprozessors gemacht. Das war aber kein historisches Seminar, sondern so wie Wolfgang Ernst es gerade in seinem Vortrag gesagt hat, ein eher ahistorisches, im Sinne von asynchron verlaufendes und nicht die Frage, was kommt dann und was kommt dann Seminar, sondern wir haben uns verschiedene Mikroprozessorarchitekturen angeguckt, wir haben sogar ein bisschen programmieren gelernt und haben verglichen, wir haben geguckt, wie funktioniert ein Computer eigentlich auf der alleruntersten Ebene. Dazu haben wir auf wiederum dem Z80 Schneider CPC ein kleines Assembler-Programm geschrieben, eine Addition, nicht einfach eine Multiplikationsroutine. Diejenigen, die Multiplikationsroutinen auf 8-Bit schreiben, die wissen, das kann man auf zwei Arten machen, entweder mit Bits schieben oder indem man einfach eine Addition, 5 mal 8 heißt ja auch 5 mal 8 miteinander addieren. Diesen Weg haben wir gewählt. Hier ist auf dem Monitor der kleine Basic-Loader, der das Programm enthält. Und da wollte ich den Studenten zeigen, das passiert nicht irgendwie, als dass da so Zahlen durch den Computer geschoben werden, sondern wir haben es hier mit Spannungen zu tun. Wir haben den Rechner aufgemacht und ich habe hier an den Z80 an die Pins, von denen ich glaubte, dass das die richtigen sind, ein Logikanalysator drangehängt und habe hier auf dem Logikanalysator das Rechenergebnis als Spannungsflanken ausgeben lassen, also als 1 oder 0. Ich will gleich dazu sagen, und nicht, falls einer meiner Studenten zuguckt, die wissen nämlich, dass es nicht funktioniert hat. Das hat nicht funktioniert. Das lag daran, dass ich einerseits vergessen hatte, dass der Computer nebenher noch ganz viele andere Sachen macht, die ich gleichzeitig mitmesse. Das heißt, er ist nicht nur mit meiner Multiplikation beschäftigt, sondern der muss ja auch noch RAM refreshen und weiß nicht, was alles machen. Und das andere ist, dass ich einfach nicht berücksichtigt hatte, dass wir es hier mit einer Asynchronität zu tun haben, dass nämlich der Prozessor in dem Logikanalysator viel langsamer ist als der Prozessor in dem Computer. Das heißt, der könnte nicht mal, wenn ich es richtig angeschlossen hätte, könnte er taktgenau die Prozesse messen, weil er schlicht und ergreifend gar nicht hinter den Signalen hinterherkommt, die ihm eingegeben werden. Der ist nämlich noch etwas älter als der Computer. Sie sehen also, das ist lehrend lernen, wie es so schön heißt. In diesem Fall habe ich das also tatsächlich ganz praktisch gemacht. Es gibt nebenher, das jetzt zum Schluss der systematischen Einführung, Veranstaltungen, die wir im Signallabor machen, wie zum Beispiel zweimonatlich stattfinden, den sogenannten Game Circuit. Das werden Computerspiele auf diesen alten Architekturen gespielt. Ich habe ja oben für Sie auch gleich welche aufgebaut. Zu verschiedenen Themen, da hatten wir so Sachen wie Programmierfehler in Computerspielen, wie äußern die sich, was kann man dagegen tun, woran merkt man das. Wir hatten schon zu unterschiedlichsten Themen künstliche Intelligenz in Computerspielen, da haben wir zwei Computer gegeneinander Schach spielen lassen. Wir haben versucht herauszufinden, ob die Geister in Pac-Man eine KI haben, die den kleinen Pac-Man systematisch verfolgen, oder ob das einfach nur so ein Brute Force
so eine Brute Force Methode ist, und dazu setzen wir sowohl Emulatoren als auch Original-Hardware ein, weil so ein Brute Force Mechanismus in der Geisterverfolgung, den kennen Sie natürlich viel schneller, wenn der Computer auf 1400% Geschwindigkeit läuft und nicht in der Originalgeschwindigkeit, weil dann sieht man sehr schnell die rhythmischen Bewegungen der Geister. Dann haben wir verschiedene Events, Ernst hat es ja gerade schon angesprochen, an denen wir teilnehmen, wie zum Beispiel das Vintage Computing Festival, jetzt demnächst auch die langnachte Computerspiele in Leipzig, da bin ich mit zwei Geräten dort. Und hier, das möchte ich überhaupt nicht vergessen, erst recht, weil der Verein, zumal klassischer Computer hier auch ein Beteiligter ist, im Sommer, im September findet hier die Classic Computing statt. Und zwar auf 500 Quadratmetern hier in der untersten Etage werden alte Computer laufend ausgestellt. Sie können Ihren eigenen alten Computer mitbringen, wenn da was dran kaputt ist, den reparieren lassen, Sie können fachsimpeln und so weiter und so fort. Das wird ein enormer Stromverbrauch sein, aber es wird sicherlich auch ein interessantes Ereignis, wie gesagt, 500 Quadratmeter im September. So, jetzt gucke ich gerade mal zur Uhr. Ah, ich habe auch erst eine halbe Stunde, sehe ich gerade. Dann gehe ich jetzt mit Ihnen ganz kurz das Programm des kommenden Semesters durch, erzähle Ihnen ein bisschen was zu den Vorträgen, die Sie zu erwarten haben, aber ein bisschen was anderes als das, was Sie in dem Heft sowieso nachlesen können. Nach dieser Auftaktveranstaltung geht es los mit, man sollte es kaum erwarten, Sebastian Felsmann trägt über Mediennostalgie vor. Und zwar untersucht Sebastian Felsmann in seiner Dissertation die Frage, was denn eigentlich sozusagen der nostalgische Effekt von Retro Computing ist. Auch wenn wir den versuchen, hier auszuklammern, der lässt sich schlicht und ergreifend nicht ausklammern. Ich habe jetzt im Vorfeld von heute mit jemandem gesprochen, der sagte, ja, mich interessiert schon, was Sie aus diesen Dingern rausholen wollen, was eben nicht nur Nostalgie ist. Wir sagen ja, es ist nicht nur Nostalgie, aber da ist auch ein Teil von Nostalgie mit drin. Und der verwirklicht sich in Design-Elementen. Es gibt zum Beispiel jetzt gerade seit 2012 auf dem Markt, wenn ich mich recht erinnere, ein Commodore 64 Remake. Das ist ein Computer, der in einem Commodore 64 Gehäuse ist, aber mit Festplatte und 4-Kern-Prozessor und internetfähig und so weiter und so fort, aber natürlich auch ein C64 Emulator, sodass Sie auch original C64 Programme spielen können. Da fragt man sich, warum nimmt man denn nicht einen normalen PC und macht einen Emulator drauf? Nee, es muss dann schon irgendwie das Gehäuse sein, das ruft bestimmte Erinnerungen wach und vielleicht motiviert es auch zu irgendetwas. Und Sebastian Felsmann hat sich insbesondere in Computerspielen umgeguckt und hat auch in modernen Computerspielen nach Retro-Elementen gesucht. Als nächstes haben wir dann Nikita Braginski, der im vergangenen Semester oder im Semester nach im vergangenen Semester hier einen Vortrag gehalten hat zur Atari VCS-Konsole und die Atari VCS-Konsole insbesondere auf ihre Fähigkeiten hin untersucht hat, wie sie denn Töne erzeugt und welche Töne das denn sind. Sein Vortrag hier wird sich mit der Frage beschäftigen, wo ist denn der Unterschied zwischen Ton und Rauschen? Denn diese Geräte können auch alle rauschen. Zum Rauschen könnte ich jetzt nochmal einen eigenen Vortrag halten. Also wir hatten uns letztens erst, dass die Rauschgeneratoren in einigen Computern zur Generierung von Zufallszahlen benutzt werden. Also die können alle rauschen, diese Computer, und dieses Rauschen ist nicht unwichtig. Damit werden Percussion-Elemente und so weiter und so fort realisiert. Und Nikita Braginski wird sich über die Wertökonomie des Rauschens im Digitalcomputer mit uns unterhalten. Danach geht es dann ganz praktisch weiter, und da habe ich Ihnen, das habe ich vorhin schon mal ganz kurz angerissen hier, einen Musiker eingeladen, der macht hier eine Lecture-Performance, der heißt Pater Maria, und das Projekt, das er macht, heißt Irrlicht Project. Ich habe Ihnen hier mal ganz kurz einen Ausschnitt mitgebracht, der ist 20 Sekunden lang. Der macht auf 4- und 8-Bit- und 16-Bit-Geräten Musik, aber eben nicht nur auf Computern, sondern hier ist das Stück, das ich hier vorspiele, ist der TI-82, das ist ein Taschenrechner. Auf dem macht er Musik und der bringt eine ganze Anzahl von Geräten hierher, macht damit live Musik, erklärt, wie das programmiert wird, und Sie hören hier ein bisschen Musik und kriegen gleichzeitig gesagt, wie diese Musik entstanden ist. Und das ist jetzt Houston Tracker für den TI-82. Ich spiele es mal kurz an. Danach kommt Jörn Mika, der wiederum für den CPC-Computer, über den ich heute schon so viel gesprochen habe, ein Betriebssystem mit grafischer Benutzeroberfläche geschrieben hat. Das macht er seit, ich glaube, mehr als 10 Jahren, entwickelt er dieses Betriebssystem. Das ist ein 8-Bit-Computer mit 64 Kilobyte Speicher, im besten Fall mit 128 Kilobyte Speicher. Und dieser Computer enthält einen Z80-Prozessor, der mit maximal 4 MHz getaktet ist, und er bringt ein Betriebssystem zustande, das mit Fenstern operiert, wie Sie hier sehen, mit einem Desktop-Hintergrund. Da hat es kürzlich einen Texteditor dafür entworfen. Höchstwahrscheinlich gibt es da sogar mittlerweile Spiele für. Er hat hier den
bösen Brief von Bill Gates über diese Raubkopiersache. Das sehen Sie da in dem gelben Feld. Und da hat Bill Gates nämlich einen Letter to the Hobbyists geschrieben, um sich zu beschweren, dass sein Basic kopiert wurde. Also das ist der Texteditor und hier, also Sie sehen verschiedene Fenster, die übereinander liegen. Das Ding ist echt multitasking-fähig. Das heißt, der kann mehrere Prozesse gleichzeitig ausführen, obwohl dieser Prozessor wirklich nur 4 MHz, 8-Bit-Daten verarbeitet. Also das ist eine programmiererische Leistung. Da kann man sich erstmal wirklich fragen, ist das noch Hobby? Na klar, wenn man das über 10 Jahre betreibt und der verkauft das nicht, sondern das kann man sich von seiner Webseite runterladen. Da steckt ein Erkenntnisinteresse dahinter. Also da lasse ich mir auch nicht erzählen, dass das nur aus Nostalgie sich jemand hier jetzt 10 Jahre lang ein grafisches Betriebssystem für einen Computer schreibt, den keiner benutzt, für ein grafisches Betriebssystem. Danach Michael Steil. Im Heft sehen Sie die Abbildung eines Chips. Das ist der Grafikchip des Commodore 64. Michael Steil ist häufiger schon beim Chaos Computer Club aufgetreten. Der hat zum Beispiel, also hier ist eine eigene Webseite, die er betreibt. Hier hat er sich mal mit dem TI-99 Computer auseinandergesetzt. Der hat sich aber auch mal gefragt in einem Beitrag, wie man es schafft, eine exakte Nummer von Clock Cycles, also von Takten in einem Programm anzugeben, damit zum Beispiel eine definiert lange Pause entsteht. Da gibt es dann so Programmiertricks für den C64 über die Geschichte der Assembler-Programmierung in seinem Blog. Und der hat also wirklich eine intime Kenntnis des Commodore 64. Ich möchte fast sagen, er kennt jeden Prozessor mit dem Vornamen, jeden Transistor mit dem Vornamen. Und als ich mit ihm telefoniert habe, hat er sich gefragt, ja, was kann ich denn da machen, was habe ich denn noch nicht gemacht? Ach ja, der VIC-Chip, der Grafikchip. Und auch hier, der Grafikchip mit seinen fest definierten 16 Farben, von denen 3 grau sind, oder VIC-2 sind Commodore 64, noch einmal genau unter die Lupe genommen und geguckt, wie kann man von diesen angeblich nur 16 darstellbaren Sprites 100 Sprites darstellen. Oder wie kann man diese 16 Farben auf 256 gleichzeitig darstellbare Farben erweitern. Also der wird Ihnen sozusagen auf Hardware-Ebene zeigen, wie er nennt das Rasterstrahl-Hacking betrieben wird. So vorbereitet kommen Sie dann sozusagen in die nächste C64-Liga, nämlich die Emulatoren-Programmierung. Für den C64 gibt es so viele Emulatoren wie wahrscheinlich für keinen anderen. Auch dieses Open hier, das ist mit dem C64-Emulator gemacht, und zwar mit dem Emulator Weiß. Und ich habe einen Programmierer des Emulators Weiß, der sehr stark verbreitet ist, finden können. Der ist hier an der TU und der hat mir auch gleich zugesagt, Dr. André Fachert. Und ich habe mal spaßeshalber, also damit Sie sehen, dass wir hier nicht faken, also den C64, den 128, sogar den Commodore PET plus 4, den VC20. Und wenn Sie das aufrufen, dann geht hier sofort ein Fenster auf, zack, und schon haben Sie den C64 da, mit dem Sie jetzt all das machen können, was Sie mit dem C64 machen. Und er erklärt uns, wie wird eigentlich so ein Prozessor entwickelt, programmiert, auf was muss man achten. Ist eher die Frage nach Taktgenauigkeit oder soll er bestimmte Features besonders gut können. Darüber wird er mit uns sprechen. Volker Mohr aus dem Verein zur Haltung klassischer Computer e.V. ist danach dran mit einem Selbstbaucomputer, den er entwickelt hat. Und zwar auf der Ebene eines Prozessors, von dem wahrscheinlich die Hälfte von Ihnen in der Hosentasche haben. Und zwar, all die Handys, die nicht von Apple gebaut wurden, enthalten höchstwahrscheinlich einen ARM-Prozessor. Das ist ein RISC-Prozessor, den gibt es schon seit Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre. Der wurde erst im Computer verbaut, sogenannter Archimedes-Computer von der Firma Acorn. Und nachdem sich das nicht mehr gelohnt hat, die Prozessoren aber weiter fabriziert, verkleinert. Die sind besonders energiesparsam und deswegen waren sie eben auch für den Handymarkt besonders interessant. Und viele dieser Prozessoren, Handys von heute haben diesen ARM-Prozessor drin. Und er hat auf Basis dieses ARM-Prozessors Hardware eines alten Computers nachvollzogen, hat ein Betriebssystem portiert dafür und hat sich selbst einen Computer gebaut. Da haben wir hier einen Ausschnitt von seiner Webseite. Er hat sich also diesen kleinen Laptop hier gebaut, aus Holz, und hat dann da sein Breadboard reingebaut und hat also sich hier mit Hilfe des ARM-Prozessors einen kleinen RISC-Computer-Laptop gebaut, und er stellt uns dieses Projekt vor, was er da gemacht hat. So, dann kommt die literarische Lesung, Konstantin Gillies. Ich hatte eigentlich einen Clip vorbereitet, den ich Ihnen hier zeigen wollte, das lasse ich aber lieber, weil der noch was länger ist. Konstantin Gillies schreibt Romane, also er ist eigentlich Publizist und Journalist aus Bonn, und er schreibt im CSW-Verlag Romane. Drei an der Zahl sind es mittlerweile, die gehören zusammen und heißen Extra-Leben, und davon gibt es jetzt sozusagen diese drei. Und letztes Jahr ist der dritte Teil rausgekommen, Endboss. Also diejenigen von Ihnen, die Computer spielen, wissen, was ein Endboss ist. Und der dritte Roman, der handelt auch
vom Endbosskampf sozusagen, also wie die beiden Protagonisten, die selbst Nerds der 80er Jahre sind und Computer erfahren sind, wie die von einem Abenteuer ins nächste geschickt werden. Das sind also wirklich, sage ich jetzt auch als Germanist, extrem gut geschriebene Spionageromane. Ne? Also er wird uns hier ein Stück vorlesen aus Endboss und ich bin mir sicher, dass er auch das ein oder andere Exemplar dabei haben wird. Falls nicht, bringen Sie ihr es mit zum Signieren, da gewinnt er sich bestimmt Zeit für. Die Woche darauf kommt Bertolt Fritz, den ich ein bisschen überreden musste, aber er hat dann letzten Endes doch sofort eingesehen, dass das, was er macht, extrem sinnvoll ist. Er hat nämlich wirklich 10 Jahre Abstand gehabt zwischen von seiner Beschäftigung mit Mikrocomputern, dann hat er leider nichts mit 8-Bit-Computern und dann nach 10 Jahren gesagt, ich will jetzt mal wieder ran und hat sich vorgenommen, in Assembler ein Spiel zu schreiben, zu programmieren. Der hat ein Computerspiel programmiert, im Heft sehen Sie einen kleinen Screenshot von dem Spiel, das ist ein bisschen Baudelaire-ähnlich. Und er erzählt uns quasi sozusagen aus dem Nähkästchen, wie das für ihn war, nach 10 Jahren wieder an die Hardware neu ranzutreten, mit einem neuen Bewusstsein, das er bekommen hat über die lange Zeit und wie er sich wieder an verschiedene Dinge erinnert hat, wie er bestimmte Dinge neu lernen musste, weit und sozusagen ganz intim in die Programmierpraxis ein. Ja, dann, Horst Völz, heute Abend ist er schon hier, tritt dann auch noch einmal auf und das ist vielleicht der einzige historische Vortrag, den wir haben, im wahrsten Sinne des Wortes historisch. Denn Horst Völz hat in den 80er Jahren für die DDR-Computer KC85 Software entwickelt. Diejenigen von Ihnen, die in den 80er Jahren schon in der DDR Computer benutzt haben, die kennen vielleicht, also den KC85 mit Sicherheit, aber auch so Programme wie Texor, ein Textverarbeitungsprogramm, das wirklich mit extrem ökonomischem Speicheraufwand programmiert wurde, das Herr Völz damals programmiert hat. Wenn ich mir, ich will mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster hängen und glaube, dass da ein bisschen Cross-Platforming dabei gewesen ist. Inwiefern hat der Source aber eine Rolle gespielt bei Texor oder hat er keine Rolle gespielt? Natürlich. Also Cross-Platform Development nennt man das heute. Herr Völz hat sich aus dem Westen einen Z80-Computer besorgt, den Exidy Sorcerer, der steht oben bei uns im Signallabor und hat ihn, also der Computer von Herrn Völz steht im Signallabor, nicht irgendein Exidy Sorcerer, und hat Cross-Development betrieben, hat für den KC85 eine Textverarbeitung entwickelt und er stellt den Entwicklungsprozess des Textverarbeitungsprogramms Texor hier vor, Beispiele für Softwareentwicklung auf dem KC85. Ja, dann Klaus Piers ist wahrscheinlich vielen von Ihnen bekannt, die sich mit Medienwissenschaft und mit Computerspielen beschäftigen. Auch den, da freue ich mich sehr, konnte ich zu einem Vortrag einladen zu uns. Und er hat mir im Vorfeld gesagt, war sehr versucht zu überlegen, ob er was zum ZX81 macht. Den hat er wohl damals eifrig programmiert. Hat sich dann aber überlegt, diese ganze Sache doch wieder eher epistemologisch anzugehen und liefert hier sozusagen die Theorie zur Vorlesung, könnte man beinahe meinen. 8-Bit als Theorie-Epoche heißt sein Vortrag vom Nachleben des Home-Computing. Ich bin selbst schon gespannt, worum es gehen wird, denn im Moment weiß ich es noch nicht so genau. Ich kann mir aber vorstellen, weil der Name Klaus Piers für hochgradig interessante Auseinandersetzungen mit der Geschichte des Computers birgt, dass das spannend wird. Halten Sie die Augen offen, schauen Sie auf die Webseite regelmäßig. Dort wird das Abstract in Kürze veröffentlicht werden. Professor Ullmann haben wir kennengelernt, ich zumindest kennengelernt für den Analog-Computer-Workshop. Der hat im letzten Frühjahr hier stattgefunden. Professor, was man über Bernd Ullmann sagen kann, weiß ich gar nicht, was über Computer. Also, er sammelt WEX-Computer, große Computer, Digitalcomputer, sammelt Analogcomputer, restauriert die, bringt die zum Laufen, ist gleichzeitig Mathematiker, Informatiker und Elektroniker. Bei jedem kleinen oder großen Problem, das ich habe, kann ich mich an ihn wenden und ihn anrufen, beziehungsweise ihm E-Mails schreiben. Und er hat sich, weil er mal irgendwie ein Wochenende Zeit und nichts zu tun hatte, mal hingesetzt und hat einen Z80-Computer gebaut. Das habe ich Ihnen jetzt total unterschlagen, das will ich Ihnen auch noch zeigen hier. Das ein schönes Foto von Herrn Völz vor seiner historischen Rechenanlage. Also hier sehen Sie den Sorcerer. Hier sehen Sie den Sorcerer und hier hinten ist die Drucker und das Katzi, die KC85-Anlage ist das hier, ne? Auf der rechten Seite. Also das ist sozusagen zeitgenössisch aus der Softwareentwicklung vom Texor. Und Herr Ullmann hat sich also einen Platinen Z80-Computer gekauft. Diese Chips können Sie noch bestellen, die können Sie insbesondere bei eBay für wenig Geld. Er hat mir gesagt, das hätte weniger als 100 Euro gekostet, einen kompletten Mikrocomputer gebaut. Und ich rufe einfach mal die Webseite auf, ich glaube, das sagt viel hier. Also hier ist dieser Computer als Steckkartensystem, er hat das dann schon gleich verbaut. Also er hat sich hier auch Mühe gegeben, das möglichst originalgetreu nicht zu verlöten, sondern halt zu verdrahten. Er hat sich dann auch auf die Suche begeben nach den Drähten, aber da wird er uns drüber erzählen dafür. Hat dann
eine Teileliste, falls Sie sich das Ding selbst bauen wollen, dazugefügt und hat, weil dann immer noch genug Zeit übrig war, also hier hat er das verbaut in einem Gehäuse, hat dann ein Betriebssystem dafür geschrieben. Das sehen Sie hier, das ist im Assembler geschrieben, das Betriebssystem für den Tiny 80 Minicomputer. Das wirkt jetzt ein bisschen spektakulär, wenn ich hier so durchscrolle, aber das ist eine hochgradig organisierte Programmiersprache, mit der man mal so ein Betriebssystem schreiben kann. Das geht immer weiter und weiter, das können Sie dann mit Copy and Paste einfügen. Und zu guter Letzt noch eine Force-Entwicklungsumgebung dazu. Also Force ist eine Programmiersprache, eine sehr prozessornahe Programmiersprache und das alles stellt er uns hier vor. So, und zu guter Letzt, und damit will ich Sie jetzt wirklich nicht länger martern, haben wir eine Podiumsdiskussion, denn Ernst hat es ja bereits angesprochen, wir haben es hier mit Formen von Vergangenheit zu tun, die aktualisiert sind, die bestimmte Formen von Auseinandersetzung bedürfen, die nicht Musealisierung beinhalten oder vielleicht nicht nur Musealisierung beinhalten, sondern damit ein Retrocomputer als solcher erkannt und anerkannt wird, muss er laufen. Und die Frage der Soft- und Hardware-Restauration ist deswegen keine triviale Frage. Da habe ich also eine Podiumsdiskussion zusammengestellt mit Andreas Lange vom Computerspielemuseum, die eine wirklich beachtliche Sammlung von Computerspielen archivieren. Und Computerspiele sollen dort eben dann eben auch lauffähig sein. Das laufen ja, wer von Ihnen im Museum war, weiß, das laufen dort ja auch viele Programme. Dann Andreas Paul, der ist der erste Vorsitzende vom hier schon mehrfach genannten Verein zum Erhalt klassischer Computer e.V., die sich mit der Restauration von Hardware beschäftigen. Und Inno Connors vom CSW Verlag, der eben diesen spezifischen Aspekt von Nostalgie restauriert. Denn in seinem Verlag erscheint die Retro-Zeitschrift, dort erscheinen die ganzen Romane, dort erscheinen Sachbücher, dort erscheint auch der Band zu dieser Vortragsreihe. Die drei bringe ich hier aufs Podium, wir reden miteinander über Soft- und Hardware-Archivierung. So, eine Frage- und Antwortrunde gibt es jetzt nicht. Dafür hat das jetzt alles schon zu lange gedauert. Sondern anstelle dessen bedanke ich mich für Ihre Aufmerksamkeit hier und lade Sie jetzt ein, mit mir hoch ins Signallabor zu kommen. Ich hoffe, es ist genug Prosecco für alle da, sonst müssen wir das mal arithmetisch so aufteilen, dass jeder die möglichst gerechte gleiche Menge bekommt. Danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und freue mich, Sie alle nächste Woche wiederzusehen, insbesondere die Studenten, die hier einen Schein erwerben wollen. Vielen Dank.